Liebe Schwestern und Brüder, zu unserer Stelle schreibt die Mystikerin Adrienne von Speyer, dass von jedem menschlichen Leben ein Zeugnis der Wahrheit gefordert ist. Das sind schwierige Worte. Allein wenn wir an die Wahrheit denken, wir hören das in wenigen Tagen aus dem Mund des Pilatus. Was ist denn Wahrheit? Eine berechtigte Frage, was ist denn eigentlich Wahrheit? Wir haben uns heute darauf geeinigt, in so einem Statement, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Die Wahrheit über mein Leben, die kann ich mir zusammenbauen und der oder die neben mir scheint das ganz anders zu sehen. Wir lassen das einfach so stehen, sagen wir dann. Aber was wir da tun, ist nicht über Wahrheit reden, wir tauschen vielleicht Meinungen aus, eben Statements. Gott verlangt von jedem menschlichen Leben ein Zeugnis der Wahrheit. Und darin, so sagt von Speyer, besteht die Sünde des Menschen, dass er die Wahrheit aus sich selber heraussucht. Das ist der Sündenfall der Menschen. Eure Ehre empfangt ihr voneinander, sagt Jesus. Vollkommen wertlos, vollkommen unwichtig. Die Wahrheit des Menschen kann nur von Gott herkommen. Wenn der Mensch aufhört, sich von Gott her zu verstehen, von dem her zu verstehen, der von sich selber sagt, er sei die Wahrheit, nicht er habe die Wahrheit. Das hat Jesus nie gesagt, ich habe die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, hat er gesagt. Und wenn Menschen aufhören, sich von daher zu verstehen, und wir erleben das zurzeit ganz radikal. Diese Linie wird gekappt und es ruhen scheinbar weder innerhalb noch außerhalb der Kirche die Geister nicht, bis es vollkommen abgeschnitten ist. Wir haben dann sehr plausible Erklärungen für das Menschsein und für alles Mögliche und wundern uns, dass wir immer mehr in unserem eigenen Zeugnis über die angebliche Wahrheit verkommen und keinen Weg finden, keine Orientierung. Wir können die Wahrheit unseres Lebens nur von ihm her empfangen, der von sich sagt, er sei die Wahrheit und der die Wahrheit ist. Deshalb lehnt Jesus hier im Disput mit seinen Zeitgenossen auch das Zeugnis Johannes des Täufers. Das hat nichts mit Geringschätzung zu tun, sondern es ist eine Radikalisierung dieses Standpunktes, damit wir es lernen, damit wir es neu hören. Und damit es auf unserem Weg nach Ostern erneut zum Kriterium unserer Selbstprüfung wird, für das Zeugnis der Wahrheit unseres eigenen Lebens.